Willkommen zurück zu Splatoon 3. Gut, neue Season, das heißt, wir sind wieder im C-Rang. Leider, aber okay. Vielleicht kann ich mich irgendwann in den B-Rang hocharbeiten, aber so viel Zeit habe ich da immer nicht, so viele Runden zu spielen. Und die dann auch alle zu gewinnen, ist eine andere Sache. Na, schade. Komm, schade. Weil du musst halt auch alle gewinnen, ne? Damit du schnell vorankommst. Aber mit manchen Teams, ne? Ja. Da wollte ich nicht hinzeln. Okay. Komm. Let's go. Schauen wir, dass wir gut vorankommen. Einfach öfter spielen, ne? Komm. Ja, ein 2 mit einer ist gut. Aber da sind halt noch immer Gegner, die mir gefährlich werden. Auf jeden Fall. Komm, ja. Ja, komm. Komm her. Ja. Komm. Hab kein Problem damit. Komm. Ja, hab ich. Sehr gut. Komm her. Ja. Schade. Komm. Reinfärben da. Das wird uns da halt mal den Sieg holen. Hopp. Hopp. Hopp, komm. Ja, immerhin angehalten. Komm, weiter. Ja. Komm, wichtig. Ja, aber die Gegner kriegen immer wieder die Zone, ne? Weil die sind halt da auch echt aufgeteilt. Und ich krieg die immer nicht. Jetzt habe ich einen. Ja, du musst den auch kriegen, den anderen. Dass wir da vorankommen. Und jetzt färb um. Sehr gut. Dass wir zumindest da den Countdown runterkriegen. Ja, okay, immerhin ein bisschen was. Immerhin. Komm. Ja, wenn wir da umfärben könnten. Ja, ja, wie viel soll ich denn noch machen? Komm her. Ja. Bisschen was konnte ich machen, hat aber nichts gebracht. Jetzt schauen wir weiter, ja. Okay, wir haben die Gegner. Das heißt, wir können wieder runterzählen. Zone ist mal gefärbt. Ja, wir sollten hier. Nein. Schade. Immerhin 76. Also 67. Immerhin. Wie. Ja, die können uns nicht voll erwischt haben, wenn noch einer da war. War dann vielleicht eine Millisekunde so. Mehr aber nicht. Ja, der ist halt echt nervig. Ja, mit seinem Sprenkler. Aber den. Ja, ich hasse solche, die einfach mittendrin dann rausgehen. Ich möchte doch nur in diesem B-Rang. Ich immer da jede Season in den C-Rang. Minus vor allem auch. Wenn man dann schon auf Plus kommt. Komm. Verbum. Ja. 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 Komm. Komm her. Bitte. Natürlich verlieren wir. Wenn man dann auch noch Pech hat mit den Teams. Matchmaking in Splatoon ist halt auch das Schlechteste, was ich kenne. Aber hey, gut. Stimmt, die Splatfest-Ankündigung war ja auch da. Auch ganz nett gemacht. Schauen wir, wie das Splatfest wird. Wird zwar nicht gewertet, aber trotzdem schade, dass der rausgegangen ist. Bis gleich. So, let's go, weiter geht's. Komm, ja. Dann schauen wir, dass wir gut vorankommen. Dass wir ein bisschen was färben können, komm, ja. Dass wir da vielleicht die Zone halten. Die sieht zwar ähnlich aus wie die andere Map, ist aber nicht die gleiche. Und da haben wir auch nur eine Zone. Ja. Komm her. Kriegen wir den? Natürlich nicht. Komm. Ja, wir müssen die Zone gleich. Ja. Okay, sehr gut. Dann drängen wir mal die Gegner zurück. Wäre eine gute Idee. Ja, habe ich. Weiter.
Habe ich nicht, okay. Umfärben. Komm. Ja. Komm, weiter, ja. Schade. Oh gut, die Gegner kriegen im Moment die Zone nicht. Dafür jetzt gleich. Ja. Das ist gar nicht gut vom Team. Komm. Weiter, ja. Runter mal. Einfach mal ein bisschen runterkommen. Komm. Komm, hopp. Hopp. Hopp, komm. Ja. Komm. Ja, sobald ich hier oben bin, geht's dann auch wieder. Dass wir die Zone so halbwegs verteidigen können. Komm. Weiter. Aber man braucht halt auch das Team, das einem hilft. Sehr wichtig, dass ich da das Team habe, das mir hilft. Komm, ja. Ja. Die wissen das halt schon, dass sie da hoch müssen. Ja, habe ich. Ganz knapp. Naja. Irgendwie noch die Zone färben. Ja. Die Gegner kriegen wir immer. Das ist nicht das Problem. Nur die Zone zu halten. Das kriegen wir irgendwie nicht hin. Sehr gut. Warte noch ein bisschen. Bis du die einsetzt. Komm, ja. Warten wir noch ein bisschen. Hopp. Hopp. Komm, ja. Ja, habe ich. Sehr gut. Dann können wir hier noch was machen. Ja. Ja, habe ich. Sehr gut. Hopp, rüber. Ja, den habe ich auch. Und wir gehen gleich in Führung. Ja gut, wir werden auch gleich einen K.O.-Sieg haben. Wenn es so weitergeht. Hopp, komm. Schade. Aber den kriegen wir so. Ja. Komm. Weiter. Ja, okay. Haben sie halt angehalten. Ist mir ziemlich egal. Weil das schaffen wir schon. Komm. Ja, den habe ich. Sehr gut. Weg hier. 2, 1 und fertig. War eine gute Runde. Kurzzeitig auch nicht ganz so gut gespielt. Aber wenn man da oben steht, wenn man da jemanden oben hat, geht's eigentlich ganz einfach. Immer schauen, dass man die Gegner bekommt. Weil während man die Gegner kriegt, fährt man ja eh automatisch die Zone mit. Von dem her, eine sehr gute Runde. Bis gleich. Let's go. Weiter geht's. Aber wir sind jetzt wieder auf der anderen Map. Aber auch okay. Komm. Ja. Komm, reinfärben da. Schade. Vielleicht, dass ich mich da auf den Sniper konzentriere, dass ich den irgendwie bekomme. Schauen wir mal. Wäre sicher um einiges leichter für uns, wenn wir den bekommen. Ja, dazu müssten wir halt mal reinfärben. Komm, rein da. Ja, einmal hin. Komm her. Ja. Nein. Er kriegt mich nicht. Natürlich, komm. Ja. Ja, egal. Ja, aber den kriege ich nicht. Aber wir konnten ihn zurückdrängen. Bringt uns nur nichts, weil wir eh schon verloren haben. Ja, okay. Wir haben eh schon verloren. Das ging schnell. Ja, aber was soll ich auch machen? Wenn der halt alles trifft. Ja, cool. Gute Runde. Wir konnten legit nichts tun. Weil da wieder der komische Sniper da war. Der halt gefühlt
alles trifft. Aber okay. Hoffe, hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Rotschlumpf. Tschüss.